Hello World bietet eine Einstiegsmöglichkeit in kreativen Technikumgang, ohne dass dabei Programmiersprache geschult wird. Wir haben so einen kleinen Einstieg gemacht und dann ging es zum allerersten Mal darum, Probleme zu identifizieren an verschiedenen Orten, in der Umwelt, in der Stadt, in der Familie. Im nächsten Schritt wurde ganz viel verschiedene Technik ausprobiert und dann kam die Phase, in der eigene kleine Projektideen entstanden sind. Auf geht's, Männer! Wir arbeiten an einer intelligenten Brille, also da ist ein Monitor drin, also ein Bildschirm. Und dann könnte man damit ins Internet, während man die aufhat. Und wir hatten auch geplant, dass wir einen Joystick am Rand anbringen. Das ist halt, wenn man vergesslich ist und dann kann man schnell irgendwas suchen und ins Internet gehen. Und dann haben wir diesen Farbcode hier bekommen. Wenn man den zum Beispiel hier blau, schwarz, blau macht, dann wird das schneller. Der reagiert jetzt einfach darauf und dann soll ich einfach damit was machen. Wir bauen ein Auto. Aktuell was sich beim Fahren durch ein Dynamo, was von befestigt ist, wieder auflädt. Das heißt, die Kinder haben mit einem 3D-Drucker gearbeitet. Wir haben dann mit einem Lasercutter Sachen ausgeschnitten aus Acryl, haben das dann alles zusammengefügt. Also unterschiedliche Techniken, die wir da zusammengebracht haben an einem Tisch. Wir haben jetzt etwas Alltägliches gemacht, Streit mit seinen kleinen Geschwistern, wie man sich am besten verhält. Und da haben wir mit Twine ein Spiel gemacht. Ich finde auch, es ist eine gute Kommunikation zwischen uns Kindern jetzt und den Mentoren, sage ich jetzt mal. Es wird immer geklärt, wann was passiert. Es gibt auch viele Materialien, womit man arbeiten kann. Und auch die Roboter zum Beispiel ist sehr schön, damit halt da einfach dran zu gehen zu können. Es war schön, auch neue Leute kennenzulernen und auch die Gruppen wurden auch immer getauscht. Also wir waren nicht in denselben Gruppen und ja, es ist auch kein Problem irgendwie mit anderen zu arbeiten. Also ich finde, jeder darf programmieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Jungsding oder ein Mädchending ist. Ich finde, das sollten auch mehr Mädels machen, weil Mädchen können das genauso gut eigentlich wie Jungs. Mir gefällt es echt gut, weil hier kann man ziemlich kreativ sich Sachen überlegen und so. Richtig gut. Also es hat Spaß gemacht. Ich habe auch schon gefragt, wann man zu nächsten Events halt kommen kann.